Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer zum ersten Anpfiff.info Wohnzimmercup Sofagespräch. Mich freut's, dass ihr alle live dabei seid bei unserem ersten Sofa-Talk. Ja, wie ihr seht, haben wir das Fernsehstudio von letzter Woche ein bisschen umgebaut. Ja, haben sogar die Strahler mit reingebracht. Ja, um euch unser erstes Live-Gespräch zu präsentieren. Ja. Wir haben uns dafür einen Gast eingeladen, den Dominik Schmidt vom TSV Azvint. Der wird im Laufe der Sendung zugeschaltet. Aber bevor wir uns mit Dominik Schmidt unterhalten, schauen wir erstmal nochmal auf die erste Woche des Wohnzimmercups zurück. Ja. 64 Spiele sind gespielt. Der ein oder andere Favorit hat sich schon herauskristallisiert. Einige Jungs haben es geschafft, beide Spiele zu gewinnen. Ja. Angefangen in Gruppe A. Ja. Ja, auch ich muss spitzen. Ja. Angefangen in Gruppe A gibt es genau zwei Spieler. Den Luis Reinhardt vom ASV Rimpa und den Manuel Redelberger vom SV Kreuzenheim. Während allerdings Luis Reinhardt seine beiden Spiele, vor allem das zweite gegen den TSV Frickenhausen mit 7:0 gewonnen hat, hatte Manuel Redelberger deutlich mehr Probleme in seinen ersten beiden Spielen. Beide knapp gewonnen. Das eine mit 4:2, das andere mit 3:2. In beiden Spielen lag er mit 0:2 zurück. Also wirklich enge Kisten. Er hat auch gemeint, boah, er ist überhaupt nicht reingekommen in die beiden Spiele. Liegt aber mit Luis Reinhardt jetzt an der Tabellenspitze. Ja, also das sind auf jeden Fall schon mal zwei Kandidaten, die Ambitionen auf 16. Finale angemeldet haben. Dahinter gibt es vier Mannschaften, die gleich drei Punkte haben. Ja, mit dem SSV Kitzingen, mit Frickenhausen, ja, die jetzt eine deutliche 0-7-Klatsche kassiert haben. Randers-Acker, Mainz-Sontheim haben auch schon drei Punkte, also das könnte ein richtig enges Rennen werden um die Plätze 3 bis 4. Gehen wir davon aus, dass Rimpa und Kreuzenheim so weiterziehen. Ja, schwieriger wird es da schon für Duttenbrunn und Dettelbach, die beide zwei Auftaktniederlagen kassierten. Aber insgesamt würde ich sagen, wirklich eine spannende Gruppe, ja, wo die nächsten fünf Spiele auch Brisanz und Spannung bedeuten. Ja. So, kommen wir zu Gruppe B. Ja, also, wenn ich mir das anschaue, 11:1 Tore, 2 Spiele, 6 Punkte. Der FC Eckolhofen mit Axel Waldmannsstätter hat da schon mal harte Geschütze aufgefahren. Ja, das erste Spiel gegen Heidingsfeld gleich mal 6:0 gewonnen und auch das zweite Spiel 5:1 bei Bayern Kitzingen am Bleichwasen. Ja, also da haben wir, glaube ich, auch einen Kandidaten, der in den kommenden Wochen dem Turnier seinen Stempel aufdrücken konnte.
Knapp dahinter, ganz anders als die Konkurrenz von nebenan. Ülkimsburg-Hietzingen ebenfalls mit 6 Punkten auch noch Verlustpunkt frei. 1-4-1, 1-5-1, also da läuft die Maschinerie auch richtig rund, würde ich sagen. Und ansonsten Bayern-Kitzingen, Haldingsfeld mit 0 Punkten am Tabellenende, Emil Kadiric, Dominik Peschke. Ja, da muss jetzt auf jeden Fall am dritten Spieltag was kommen, wenn da noch was in Richtung Sechzehntelfinale gehen soll. Ja, also kurz nochmal zum Modus, wir haben 64 Mannschaften am Start, also wirklich richtig, richtig geil. Ja, vom im ganzen Spielkreis verteilt, von Marktheidenfeld bis runter nach Riedenheim, von Gollhofen bis nach Bischbrunn, also und in den Sinngrund rein, Mittelsinn, Obersinn, Wahnsinn. Jungs, das ist richtig geil, dass ihr da so mitzieht. 32 kommen weiter, also heißt jeweils die ersten vier. Ich hoffe, dass es in vielen Gruppen bis zum Ende spannend bleibt. Wie ihr merkt, ich bin richtig heiß. Liegt auch daran, dass auch in der ersten Woche schon kräftig gestreamt wurde. Ja, also da waren echt richtig coole Dinger dabei. Also gestern Abend Maidbronn-Gramschatz, nee, nicht mehr Maidbronn-Gramschatz, sorry, ihr seid ja nicht mehr zusammen. Maidbronn gegen Gemünden-Seifriedsburg in Unterzahl hat er das Ding gerockt mit 3-2. Ja, das war wirklich eine enge Kiste und es macht auch wirklich Spaß, selbst wenn es nur am virtuellen, auf dem virtuellen Rasen ist. Jungs, ihr macht richtig Bock. Ja. In Gruppe C ist es so, dass mit der SG Urspringen Karsbach Simon Röhrig gleich 2 Siege eingefahren hat, als einziger in seiner Gruppe. Dahinter tummeln sich mit Sommerhausen, Winterhausen, Markt Einersheim, Hoheim richtig bitter, am zweiten Spieltag in der 90. Minute den Ausgleich kassiert. Ja, genauso wie Sommerhausen, Winterhausen gegen Markt Einersheim, Seinsheim, Nensenheim auch in der letzten Minute. Ja, das sind richtig krasse, geile Dinger, ja, die da laufen. Ja, und da wird es, glaube ich, auch richtig spannend um die Plätze. Ja, schade ist, dass Maximilian Eberhardt und Maximilian Fiedler, Buchbrunnmain Stockheim und Laudenbach Himmelstadt, bisher noch ohne Punkte dastehen. Da muss auf jeden Fall in der kommenden Runde müssen da die ersten Punkte her, weil sonst könnte es dünn werden auf dem Weg ins Sechzehntelfinale. So, die Gruppe D überspringen wir, ja, weil unser Gast Dominik Schmidt ja als Tabellenführer der Gruppe D in den dritten Spieltag geht und den haben wir ja gleich im Gespräch. Aber vorher werfen wir noch einen kleinen Blick auf die anderen Gruppen. Ja, Gruppe E, das ist die Gruppe mein Spessart, würde ich sagen. Ja. Die ersten drei Teams, Verlustpunkt frei, Mittelsinn, Obersinn, Gössenheim, Bernfeld, Adelsberg. Ja, die geballte Power aus dem mein Spessart-Teil. Ja. Und auch wirklich deutliche Siege dabei. Mittelsinn, Obersinn mit dem 7-3, was ein Schützenfest am ersten Spieltag gegen den TSV Bibleried. Ja, da hatte Tobi Nitz scheinbar noch nicht die Finger an den richtigen Knöpfen. Und am letzten Spieltag 5-1 gegen Medina Desic. Ja, also da läuft die Maschinerie. Genauso Gössenheim 6-2 gegen Sonderhofen. Ja, Bernfeld Adelsberg auch gegen Medina Desic 5-1 gewonnen am ersten Spieltag. Am zweiten Spieltag dann auch alle drei im Gleichschritt. Gössenheim 5-2 gewonnen gegen Gaublingshofen. Ja, das war auch ein kurioses Spiel, ja, weil Michael Rienecker in der Halbzeit dann plötzlich die Internetverbindung versagte und keine zweite Halbzeit zustande kam. Deswegen haben wir entschieden vom Schiedsgericht, dass wir das Spiel mit dem Halbzeitstand werten 5-2 für den FC Gössenheim. Genauso deutlich, Bernfeld-Adelsberg in Sonderhofen gewonnen. Ein Sportplatz, wo die Bernfeld-Adelsberger jetzt eher nicht so kennen, weil ja am anderen Ende des Spielkreises gelegen. Aber die drei hauen richtig rein. Ja, und da wird es richtig eng. Vor allem
Gaugenhofen, Sonderhofen und die Kickersfrauen, die hier auf dem Bildschirm noch als SC Heuchelhof geführt werden, weil die Saison noch nicht zu Ende ist. Alle drei noch ohne Punkte. Aber Spaß haben sie auf jeden Fall. Medina Desic hat kürzlich ein Foto geschickt, ein geiles Tor verlinkt. Ja, also da ist auf jeden Fall Spaß an der Konsole. In Gruppe F. Spaß an der Konsole hat mit Sicherheit auch Jonas Köhler. 14:0 Tore nach zwei Spielen. Das schaut richtig gut aus. 8 Stück hat er der SG Magie Zwickau mit Patrick Fellinger am zweiten Spieltag eingeschenkt. Ja, erster Spieltag auch deutlich mit 6:0 gewonnen. Gegen den TSV Lohr. Ja, also da könnte sich auch einer rauskristallisieren, wo man sagt, boah, mit dem ist zu rechnen im Laufe des Turniers. Ja, dahinter Bischbrunn mit 2 Unentschieden, noch ohne Niederlage. Domi Wiesner, da peilt auch auf jeden Fall mal den ersten Sieg an. Das wird auf jeden Fall auch spannend, zumindest mal um die Plätze. Der TSV Karlburg, Lohr, Magie Zwickau, alle drei noch ohne Punkte. Die müssen natürlich schon schauen, dass da jetzt in den kommenden Spielen was Zählbares bei rumspringt, weil wäre schon schade, wenn da der TSV Lohr und Karlburg zusammen ausscheiden. Zwei Teams, die in meinem Kreis meinen Spessart da die Fahne hochhalten. Ja, Lohr als Tabellendritter. Und der TSV Karlburg aktuell in der Bayernliga unterwegs. Auf jeden Fall zwei Aushängeschilder. So, bevor wir Dominik Schmidt in die Leitung holen, ja, haben wir noch Gruppe G. Ja, da hat man auch ein kurioses Spiel am vergangenen Wochenende. Beziehungsweise, was sage ich, Wochenende, am vergangenen Spieltag. Der SV Sickershausen ganz knapp gewonnen gegen Maxi Bräunig von den Kickers Profis. Ja, Maxi Bräunig eigentlich das Spiel dominiert, ja, klar der bessere Mann an der Konsole, doch Julian Köhler vom SV Sickershausen eiskalt gekontert in der Schlussphase und dann doch noch die 3 Punkte mitgenommen. Ja, nach dem 6:0 gegen den WV, auch den Stadtrivalen, 1:0 besiegt, der Julian Köhler auch auf jeden Fall in guter Verfassung, genauso wie Daniel Plagens. Dahinter, ja, wobei Daniel Plagens 2 knappe Siege, 4:3 gegen den TSV Homburg und 1:0 in Fall Zürichheim. Ja, also da ist auf jeden Fall das deutlich enger gewesen als im ersten Duell von Julian Köhler. Aber auch dahinter 4 Teams mit 3 Punkten. Ja, FV Bachgrund jetzt gestern mit dem deutlichen 5:1 gegen den SV Zürichheim, wo sich Dominik Schindler auch deutlich mehr ausgerechnet hat. Die Zürichheimer hatten im Vorfeld sogar ein eigenes Qualifikationsturnier ausgetragen, um den Spieler für den Wohnzimmer Cup 2020 auszuspielen. Ja, sind wir mal gespannt, ob der noch die Kurve bekommt. So, eine Gruppe haben wir noch, bevor Dominik Schmidt in die Leitung kommt. Gruppe H, ja, da an die Gräbe vom TSV Klein Rinderfeld. Mit 6 Punkten vorne an der Tabellenspitze. Ja, das sieht auch sehr, sehr gut aus fürs 16-Finale. Dahinter die Fußballvereinigung Stettin-Binsfeld-Müdesheim mit dem einzigen Remis, auch am vergangenen Spieltag in dieser Gruppe. Ein sattes 4-4, ja, 3-0 vorne, dann 3-3, 4-3 vorne und 4-4. Da ist die Luzi auf jeden Fall abgegangen. Ja, leider bisher der einzige Punkt für den FSV Esselbach-Steinmark. Ja, dahinter nur Luca Longo vom TV Markt Heidenfeld. Also da auf jeden Fall auch eine sehr, sehr enge Gruppe, ja, wo sich wahrscheinlich auch erst in den letzten Spieltagen entscheiden wird, wer ins 16-Finale einzieht. So, ich glaube, Gedanken nach dem zweiten Spieltag ist schwierig zu sagen, ja, aber die Karten sind auf jeden Fall richtig, richtig gut für Dominik Schmidt in Gruppe D. Ja. Tabellenführer nach dem zweiten Spieltag.
mit 16 zu 4 Toren im ersten Spiel den FC Hopferstadt gleich mal 9 zu 2 von der Konsole gefegt. Und am zweiten Spieltag die DJK Gramschatz mit 7-2. Beide Mannschaften auch die einzigen noch ohne Punkte in dieser Gruppe. Ja, da sind wir mal gespannt, wie Dominik Schmidt weiter abschneidet. Dahinter hat Mike Bronn gestern, das habe ich vorhin ja schon gesagt, in Unterzahl gegen Gemünden Seifriedsburg mit 3 zu 2 gewonnen, am Ende ganz knapp. Und auch der TSV gegen den FC Hofen im Auftaktspiel rehabilitiert und hat mit 3 zu 2 die ersten Punkte geholt. Ja, so, dann warten wir mal. Ist er schon in der Leitung, der Dominik? So. Er ist da? Jawohl. Servus, Dann Alex. begrüße ich ihn recht herzlich bei mir. Servus Dominik, alles fit? Servus, Alex. Servus, Zuschauer. Ja, alles bestens. Ja, und selber? Ja, ich kann mich nicht beschweren. Sehr Ich hoffe, schön. es war einigermaßen interessantes, was ich gerade zusammengelabert Es hat sich gezogen. Ich habe schon die ganze Zeit auf meinen Auftritt gewartet. Jawohl, so muss es sein. Ja, zwei Siege an den ersten beiden Spieltagen, 9-2 gegen Hopferstadt, 7-2 gegen Gramschatz. Das würde ich sagen, ist mal ein Start nach Maß, oder? Genau, ja. Ist natürlich immer wichtig, gut in so ein Turnier reinzukommen. Dass es dann so geklappt hat, ja, ist natürlich schön. Aber wie du schon gesagt hast, es sind beide Mannschaften, ne? Die bisher keine Punkte haben. Deswegen warten wir mal ab, wie es dann in den nächsten Spielen weitergeht. Okay, alles klar, cool. Jetzt bist du ja ins Turnier gegangen. Mit welchen Erwartungen bist du ins Turnier gegangen? Ja, gut, man weiß nie, wenn da 64 Mannschaften ja, sich angemeldet haben, was da für Zocker dabei sind, sage ich mal. Oder das erste Ziel war erstmal die Gruppenphase zu überstehen. Und alles Weitere wird man dann sehen. Hat man da Druck bekommen intern oder? Hat sich in Grenzen gehalten. Ich weiß, mit Druck umzugehen. Naja, gut, sonst würdest du wahrscheinlich auch keine Bayernliga spielen, ne? Wahrscheinlich, ja. Kurz zu dir selber, wie oft zockst du in der Regel? Oder wie bist du zum Zocken gekommen? Seit wann zockst du? Ich habe heute erst nachgeschaut, also mein Ultimate Team quasi wurde 2010 gegründet. Ja, immer mal wieder. Also es ist, manche FIFA-Reihen wurden ausgelassen. Und man zockt mal mehr, mal weniger. Ja, wie oft ich zock, meistens am Wochenende, weil da am meisten Zeit ist. Aber ja, also es hält sich alles in Grenzen. Was sagt die Freundin dazu oder gibt es sie nicht? Es existiert keine Freundin. Von daher bin ich ziemlich frei in meiner Wochenendgestaltung. So muss es sein. Genau. 2010 hast du gesagt, ja, da hast du ja mit 13 angefangen. Das ist, Ja. also heißt, hä? Ja, wir haben die Mannschaft damals zusammen mit meinem Bruder gegründet. Der ist 3 Jahre älter. Und Okay. ja, deswegen, ja, lief es dann immer so weiter. Okay, cool. Also heißt, du kannst mit der Konsole umgehen. Ja, genau. Jetzt habe ich ja kürzlich gelesen, dass ihr wieder ins Training eingestiegen seid. Also heißt, am Fuß funktioniert es genauso gut wie an der Konsole? Oder hat man da schon Unterschiede zu vorher gemerkt? Ja, also wir haben jetzt oder trainieren einmal in der Woche. Ich war allerdings noch nicht beim Training, weil ich im Januar am Fuß operiert wurde. Und jetzt Was sozusagen, hattest du? ich hatte einen Überknochen an der Ferse und der hat sich immer ja, an der Achillessehne gerieben und die hat sich dann entzündet. Und mein Bruder hat sich dann letztes Jahr im August die Achillessehne durchgerissen. Und ja, bei mir war dann das quasi eine Vorsichtsmaßnahme, dass halt auch, dass die Sehne nicht reißt. Ja, genau. Wann stehst du dann wieder auf dem Platz? Oder wann willst du wieder auf dem Platz stehen? Ja, mein Plan vor Corona war, dass ich zur Sommervorbereitung wieder einsteige.
Ja, jetzt habe ich aktuell keinen Druck. Also ich kann joggen und bin halt jetzt einfach am Aufbauen. Das, ja, ist hoffentlich in naher Zukunft wieder schmerzfrei dann funktioniert. Ja, jetzt hast du das leidige Thema Corona gerade angesprochen. Wie siehst du denn das Ganze? Ich meine, okay, du bist jetzt verletzungstechnisch wahrscheinlich raus, Reha-Maßnahmen laufen gerade, aber wie siehst du denn das Ganze? Ja gut, also unsere Vorbereitung, jetzt die Wintervorbereitung war richtig stark eigentlich von uns. Deswegen war es schade, dass dann ja, der Start verhindert wurde. Ich lese gerade die Kommentare nebenbei. Ich habe es auch gerade gelesen. genau, und Aber dann auf Zuschauerfragen kommen wir später noch. ja. Du darfst sie beantworten. Genau, deswegen war es schade für uns, dass ja, wir nicht starten konnten. Ja gut, ich meine, das hat schon seine Gründe, dass wir nicht anfangen können aufgrund von Corona. Ja, jetzt, ich meine, jetzt hilft es nichts außer abzuwarten. Wie groß ist dann die Vorfreude, vor allem auch nach einer Verletzung wieder auf dem Platz zu stehen? Sehr groß. Das letzte Mal oder mein letztes Spiel war Anfang August letztes Jahr. Ja, man brennt jetzt schon langsam wieder drauf, dass man mal wieder, ja, die Schuhe schnürt und dann wieder auf den Rasen gehen kann. Jetzt hast du ja das grün-weiße Trikot von Abzwint noch gar nicht so oft angehabt dann. Was hat dich eigentlich bewogen, nach Abzwint zu wechseln? Also mir hat es schon sehr gut gefallen in Sand. Gab es eigentlich, ja, gar nichts, was mir jetzt nicht gefallen hat. Ich war einfach der Meinung, was Neues ausprobieren zu müssen, dass ich mich weiterentwickle noch. Ja, ich habe ja meine Entwicklungsmöglichkeiten in in Sand jetzt nichts mehr so hoch eingeschätzt und deswegen habe ich gedacht, ich probiere was Neues aus und habe mich dann dazu entschlossen, eben nach Abzwint zu wechseln. Jetzt hast du ja außer Sand und Abzwente auch in deiner Jugend schon einiges gesehen. Du hast bei den Schnüdeln gespielt, du hast sogar in Fürth gespielt. Was ist dir da prägend in Erinnerung geblieben? Beziehungsweise warum ist dann bist du nicht bei den Schnüdeln geblieben? Ja, also ich habe 2 Jahre in der B-Jugend bei Greuther Fürth eben gespielt. Ja, danach, also es war dann mit der Ausbildung, es wurde halt dann immer mehr einfach. Ich habe mich halt dann für den sicheren Weg quasi entschieden mit der Ausbildung. Man weiß ja nie, wie weit es reicht beim Fußball, da muss man dann eigentlich ja, schon so schlau genug sein, um dann halt abzuwägen, wie weit man es schafft. Deswegen bin ich dann wieder nach Schweinfurt zurückgewechselt. Hab dann quasi, also das letzte Jugendjahr dann in der zweiten Mannschaft für Schweinfurt gespielt. Ja, die war dann ganz erfolgreich und ja, also es ist halt schon ein Riesenaufwand, wenn man Regionalliga spielt. Da muss man halt auch der Typ sein, der dann andere Sachen zurückstecken kann. Und ich habe mich halt dann für den entspannteren Weg entschieden. Bereut einen deiner Schritte bisher oder nach wie vor? Ja, also was heißt bereut? Ich bin zufrieden, wie alles abgelaufen ist bisher. Deswegen bereuen kann man nicht sagen. Es wäre einfach interessant gewesen, wie weit man es halt wirklich dann geschafft hätte, wenn man jetzt mal alles auf die Karte Fußball gesetzt hätte, zum Beispiel. Ja, wunderbar. Dann kommen wir mal wieder zurück zum aktuellen Geschehen. Ich habe heute die Frage gestellt bekommen, wahrscheinlich von einem Fan des SV Maltbronn, wie du dich denn auf die Partie gegen den SV Maltbronn vorbereitest. spannende Frage. ich habe Urlaub momentan, deswegen morgen um 15:30 Uhr haben wir das Spiel angesetzt. Deswegen werde ich ganz entspannt ausschlafen morgen. Ja, den Tag so beginnen wie jeden anderen auch. Und dann hoffentlich um 15:30 Uhr heiß sein für das Spiel dann. Ja, einwandfrei. Jetzt hast du aus den ersten beiden Spielen 6 Punkte geholt. Hast du auch gleich 16 Buden gemacht. Du hast vorhin gesagt, 16. Finale möchtest du auf jeden Fall. Ist das nicht ein bisschen tief gestapelt? Ja, also das erste Ziel, habe ich ja gesagt, war die Gruppenphase zu überstehen, weil man ja einfach nicht wusste, wie stark die anderen sind.
ja, jetzt, ich meine, es sind ja immer noch 5 Gruppenspiele. Von daher, ja, jetzt alles mal nach und nach und dann natürlich ist das Ziel, so weit wie möglich zu kommen. Jetzt ist mir die Frage entwischt. Ah, genau. Jetzt sind ja in den vergangenen Tagen, in der vergangenen Woche auch schon einige Spiele live gelaufen. Hast du da mal reingeschaut bei dem einen oder anderen? Ja, also bei dem ersten Spiel habe ich noch mit reingeschaut. Das allererste eben, quasi die Eröffnung. Das hat ja wunderbar funktioniert, ne? Ja, genau. Pünktlich hat es angefangen. Ja, und sonst eigentlich nicht wirklich. Ich war dann am Wochenende auch im Urlaub und ja, habe jetzt nicht weiter dann die Spiele verfolgt. Wo ging's hin? An den schönen Bodensee. Okay. Genau. Ja, wunderbar, dann bist du ja entspannt. Jetzt habe ich vorhin die eine Frage gelesen. Was war's? Bamboleo oder Bierkönig? Was würdest du zur jetzigen Zeit machen? Wir wären heute nach Malle geflogen. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich schon den ein oder anderen Rausch vielleicht. ja, tagsüber Bamboleo und abends dann natürlich Bierkönig. Okay, also heißt, da wäre jetzt wahrscheinlich gerade die Post abgangen. Genau, ja. Da würde ich jetzt nicht zurück im Wohnzimmer sitzen normalerweise. Ja, wunderbar. Hatten wir noch eine Frage in den Chat? Die Ja. Regie sagt nein. Ja, ich habe noch eine gesehen, aber die müssen darauf müssen wir nicht näher eingehen. Wie kann dieser Typ noch Single sein? Ja, wunderbar. Dominik, dann danke ich dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, war echt mega cool. Gerne, war cool. Wünsch dir. Wie bitte? Ja, ich wollte auch nochmal sagen, dass das richtig cool ist, was ihr abzieht und wie ihr das Ganze vorlebt. Also, ja, macht echt Spaß, damit zu zocken. Weiter so. Das freut mich zu hören. Dann danke ich dir recht herzlich. Wünsche dir natürlich noch weiterhin viel Erfolg im Turnier. Sollte das so weitergehen, werden wir uns wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal öfter hören. Ja, habe ich auch nichts Und dagegen. dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend. Ja, an die Zuschauer bitte nicht gleich rausgehen. Ich habe noch ein paar Sätze zu sagen. Ja, und Dominik, dir danke ich recht herzlich. Jo, danke auch, mach's gut. Ciao. Mach's gut, Servus. Ja, das war mal eine Premiere, würde ich sagen. Nochmal recht herzlichen Dank an Dominik Schmidt vom TSV Zwickau, dass er sich jetzt die Viertelstunde Zeit genommen hat. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich würde sagen, wir werfen nochmal einen kleinen Ausblick auf die Spiele des kommenden Spieltags. Dominik Schmidt, ja, gleich im Spitzenspiel, beziehungsweise ein richtig enges Duell wird es gegen Gmünden-Salzwitzburg. Morgen 15:30 Uhr hat er gesagt, ja, soll soweit sein. Ja, Schwarzach gegen Sulzfeld auch, eine richtig spannende Kiste. Ja, Leo Brachert leider noch mit einem Punkt, aber er mit Vorschuss Lorbeeren ins Turnier gegangen, gegen den TSV Sulzfeld, der sich ja scheinbar gefangen hat. Ja, was haben wir noch für heiße Duelle? Oh, Gruppe E, SV Gaugenixhofen gegen SV Sonderhofen, Michael Rinecker gegen Felix Dopf, ja. 5 Kilometer Unterschied, die könnten glatt an einer Konsole zocken. Wahrscheinlich zur aktuellen, in der aktuellen Situation nicht, ja. Aber trotzdem auch richtig spannendes Duell. Medina Desic versucht gegen Tobias Nitsch die ersten Punkte einzufahren, ja. Tobi Nitsch am zweiten Spieltag mit dem ersten Sieg, ja. Und Medina Desic mit 2 klaren Niederlagen. Da wäre auch auf jeden Fall spannend, was da passiert. Gerolzhausen gegen Kickers Amateure in Gruppe F. Das Spitzenspiel, beide mit 6 Punkten, ja, wird mit Sicherheit auch spannend. Genauso wie es wahrscheinlich auch zwischen dem TSV Lohr und dem TSV Karlsruhe nicht nur um die ersten Punkte im Turnier geht, sondern auch ums Prestige.
Ja, weil im Mainz Spessart ja aktuell der TSV Karlburg noch zwei Ligen höher spielt. So, Maxi Bräunig fordert Daniel Plagens, ja, nach der knappen Niederlage gegen den SV Sickershausen soll auf jeden Fall der zweite Sieg her gegen den TSV Lengfeld. Ja. Was haben wir noch? Gruppe H. Andi Grebe muss zum FSV Esselbach Steinmark. Ja, wird auch eine spannende Kiste. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, morgen Abend wird gespielt. Dann mit den anderen Gruppen. ASV Rümper, Bettelbach und Ortsteile. Ja, erster gegen letzter. Wird mit Sicherheit auch so sein, dass Mario Hock endlich die ersten Punkte einfahren will. Und ja, der SV Oberdulbach fordert in Gruppe B Ulchemspor, genauso wie Helmstadt Gollhofen. Da wird spannend sein zu sehen, wer als erstes der beiden stolpert oder überhaupt, ob überhaupt jemand stolpert. Ja, das war der Ausblick auf den Spieltag 3. Ja, die Berichte zu Spieltag 2 sind seit heute Abend live auf anpfiff.info zu lesen. Klickt rein, schaut rein, was im Turnier passiert. Ja, die nächsten Texte, ja, zu Spieltag 3 kommen am Montagvormittag. Ja. Schaut rein, haltet euch auf dem Laufenden, unterstützt eure Leute, genauso wie wahrscheinlich unsere Sponsoren uns tatkräftig unterstützen bei diesem Turnier, weil ohne die wäre es definitiv nicht möglich. Einerseits, weil sie uns die Sachpreise spenden, wie die Würzburger Kickers stellen uns Karten zur Verfügung, genauso die Rimpaler Wölfe, die Eisbären Würzburg, ja, die Ringer aus Oberdürbach, ja. Tarik Kusucu von True Martial Arts sponsert ein Coaching, alles Preise, die auf jeden Fall die Viertelfinalisten bekommen werden. Ja. Aber der Sieger bekommt 500 € von Team Sports 11. Ja. Ihr könnt euch richtig austoben damit. Das wird richtig, richtig geil. Aber wir vergessen natürlich auch nicht die anderen. Ja. Andi Leitlein von der Soccerhalle in Lohr hat uns Stunden zur Verfügung gestellt. Ja. Flo Wascher von Hafen 7, einen Mannschaftsabend. Alles Preise, die ihr gewinnen könnt. Ja. Aber es gibt nicht nur die uns Preise zur Verfügung stellen, sondern auch das Turnier finanziell unterstützen, wie die Firma Hagemann aus Burgsinn, wie das Baugeschäft Krümpel aus Gössenheim, Jochen Raps, Finanzberater hier aus Würzburg, aus meinem Geburtsort Riedenheim, nicht Geburtsort, Heimatort Riedenheim, Stefan Schöderlein und wen habe ich vergessen? Einer fehlt natürlich immer, genau, die Hausverwaltung Höhn. Hier nochmal herzlichen Dank dafür, dass ihr alle uns zur Seite steht, uns unterstützt. So, dann würde ich sagen, danke ich euch recht herzlich fürs Zuschauen. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, einerseits mit Dominik Schmitz und mich zu unterhalten, andererseits euch über den aktuellen Spieltag zu informieren. Die Technik, ja, die Lichter, die ihr seht, ja, alles kommt von Lauren Brandt, aktuell Annalena Behnke an der Kamera. Ja, und jetzt leiten wir das Ganze logischerweise aus mit unserem Titelsong The Fire von The Illustrators. Jungs, danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao. Thank you.